Ich begrüße euch hier ganz herzlich im Landkreis Oder-Spree in Grünheide. Das Thema unserer Kundgebung hier von der AfD Brandenburg dürfte bekannt sein. Und zwar geht es darum, was passiert hier mit unserem Wasser, was passiert mit der Tesla-Ansiedlung hier in Grünheide. Für die, die mich nicht kennen, ich stelle mich kurz vor, Kathi Muxel aus Grünheide für die AfD im Landtag und auch hier schon ganz lange die Kreisvorsitzende und auch in der Gemeinde hier in Grünheide, also für die Bürger auch hier vor Ort präsent. Und natürlich habe ich meinen lieben Kollegen aus dem Nachbarlandkreis Märkisch-Oderland, Lars Günther, auch bei mir im Landtag. Und auch da der Kreisvorsitzende mitgebracht, weil wir nämlich schon seit November ganz aktiv an dieser Sache dran sind. Was passiert hier mit unserem Leben? Ihr könnt euch vielleicht noch einige an unseren Wahlkampf letztes Jahr erinnern. Wir haben gesagt, wir stehen zu Brandenburg. Brandenburg ist unsere Heimat und unsere Heimat ist eben auch unsere Natur und unser ländliches Leben. Und keiner hat hier Interesse dran, dass wir einfach nur noch Schlafstadt werden. So Lars, jetzt bitte ich dich mal hoch aufgrund der Hitze, sagst du mal ein bisschen was zu unserem Thema Wasser. Wir haben euch natürlich dann auch noch andere interessante Redner mitgebracht und wir bitten, wir haben immer noch Corona-Zeiten, haltet bitte die 1,50 Meter Abstand. Und wer bitte eine Maske auf hat und die örtliche Polizei, vielen Dank, dass ihr uns hier absichert, sollte euch bitten, die abzusetzen, weil sie Personalienfeststellung machen wollen, setzt die dann bitte auch ab. Aber bitte haltet die 1,50 Meter ein, wir wollen hier keinen Ärger haben. Weil im Notfall, sagen wir mal so, wir geben nicht auf, wir wollen ja wiederkommen. Also, Lars, dein Text. Ja, erstmal herzlich willkommen. Danke, dass ihr doch so zahlreich gekommen seid bei diesem wunderbaren Sommerwetter. Und du sagtest es ja eingangs, wir sind schon ganz lange an dem Thema dran, weil wir wollten einfach grundlegend von Anfang an das ganze Bauverfahren begleiten, kritisch begleiten, weil wir natürlich auch ganz genau wissen, es ist ein Trinkwasserschutzgebiet, es ist ein ehemaliges Landschaftsschutzgebiet, wobei wir noch klären müssen, warum es wieder rausgenommen worden ist, als BMW ansiedeln wollte. Dann sollte es eigentlich wieder reinkommen, aber das müssen wir alles klären. Es gibt ein sogenanntes Verschlechterungsgebot, so ähnlich heißt das juristisch. Auch wenn es aus dem Landschaftsschutzgebiet rausgenommen wurde, das ganze Areal, heißt es nicht, dass dort ein Nachbargrundstück machen kann, was man möchte. Und deshalb ist es ganz entscheidend, welche Möglichkeiten der Verschmutzung des Wasserhaushaltes für ganz Brandenburg. Wir müssen dazu sagen, es ist Berliner Urstromtal, wir haben Natura 2020, die Spree fließt dadurch. So, das sind alles Aspekte, dass man dort nicht bauen darf, nicht in der Größenordnung und ein Batteriewerk schon mal gar nicht. Das Batteriewerk sollte eigentlich rausgenommen werden und jetzt ist es wieder drin. Und das ist das Problem. Die Nicht-Transparenz, wir mussten uns alles, jede Information hart erkämpfen und nun wissen wir mittlerweile genug, schon lange genug, dass wir wissen, dass es dort nicht gebaut werden dürfte. Ich möchte auch noch mal sagen, Tesla ist ein Unternehmen, ein privates Unternehmen und wenn die Produkte eben aussagekräftig sind für den Markt, dann hat Tesla die Möglichkeit, überall zu bauen, auch in Brandenburg, auch im Berlin-nahen Raum, denn es geht ja darum, dass Tesla nicht der Heilsbringer ist. Elon Musk ist kein Heiliger. Ja, wenn er ein Heiliger wäre, dann würde er andere Sachen eben bevorzugen. Dann würde er dieser Landesregierung sagen, warum habt ihr mir dieses Areal gegeben im Trinkwasserschutzgebiet? Oder warum baut er Autos, die bis zu 2,5 Tonnen, 3 Tonnen wiegen, die natürlich mit Kosten, also mit CO2-Neutralität nichts zu tun haben. Und deshalb müssen wir unsere Heimat auch schützen, ganz klar, vor sogenannten Heuschrecken, vor Investoren, ja, deren Anliegen nur ist, Gewinn zu machen. Und deshalb müssen wir unsere Heimat wirklich bewahren. Ja? Ich will es auch kurz machen. Es geht darum, dass wir den Lug und Trug, den es um diese ganze Ansiedlung jetzt gibt, aufklären müssen und aufklären werden. Und da brauchen wir auch eure Hilfe.
Und deshalb würde ich euch bitten, dass ihr da auch uns die Stange haltet, ja? Es kommen noch ganz viele Reden. Ich bin schon wieder da, na klar. Wir wollen ja nicht, dass hier irgendwas ist. Falls jemand wirklich nicht sagt, ihm ist viel zu heiß, wir haben eine Kiste Wasser hier. Es ist auch möglich, dass jemand was trinken kann, weil wir wollen nicht, dass hier irgendwas passiert. Ihr habt schon gehört, also es geht nicht darum, dass wir gegen Industrieansiedlung in Brandenburg sind. Da sind wir dafür. Es geht einfach um den Weg. Es geht darum, wie Entscheidungen getroffen werden, ob sie über die Bürger hinweg getroffen werden und ob wir natürlich unsere Aspekte, die wir hier haben, ob Umwelt berücksichtigt wird, ob auch berücksichtigt wird. Es wird ja immer gesagt, es sollen Tausende von Arbeitsplätzen geschaffen werden. Leute, ich denke, viele von euch sind hier aus der Gegend. Wir haben Arbeit und wir haben hier Wasser- und Seenlandschaft. Wir leben seit Jahren hier sehr gerne. Wo sollen denn diese ganzen Arbeitskräfte, die sich ja auch als Industriearbeiter irgendwie auskennen sollten, herkommen? Sollen die dann irgendwo hierher transferiert werden? Dann haben wir nämlich das nächste Problem. Wo wollen wir die denn unterbringen? Unsere Infrastruktur gibt das gar nicht her. Ihr kennt alles Problem. Wir haben nicht genug Schulplätze, wir haben nicht genug Kindergärten. Soll das alles bis 2021 aus dem Boden gestampft werden? Also ich glaube daran nicht. Und zudem sind auch schon bei der Rodung des Waldes und bei der Findung des Geländes Unregelmäßigkeiten aufgetreten. Und ich bin ganz, ganz froh, dass ich meinen lieben Kollegen Dr. Christoph Berndt, ihr kennt ihn aus Cottbus von Zukunft Heimat, hier habe, der uns dazu dann was sagen wird. Wenn du auf die Bühne kommst, ich weiß, dir ist auch heiß. Ja, vielen Dank, liebe Kathi. Guten Tag, liebe Freunde. Die Kathi hat mir ein gewisses Thema vorgegeben und ich nehme mir die Freiheit, abzuweichen. Ja, bei uns in der AfD ist die Abweichung möglich und wird nicht mit Ausschluss oder Liquidierung bestraft. Liebe Freunde, ich will nochmal zwei, drei Punkte nur unterstreichen, die zum Teil schon gesagt wurden, die nachher nochmal gesagt werden, die aber ganz wichtig sind in dem Zusammenhang. Wir demonstrieren hier nicht gegen irgendeine Technologie oder gegen irgendeine Industrieansiedlung. Wir demonstrieren, weil wir sagen, diese Gigafactory und Tesla am Standort Grünheide ist kompletter Wahnsinn. Das ist komplett der falsche Standort. Wir sind auch nicht dafür, dass man Windräder im Branitzer Park aufstellt oder eine Konservenfabrik im Schloss Sanssouci etabliert. Und deswegen sind wir dagegen, die Gigafactory im Trinkwasser- und Naturschutzgebiet Grünheide zu installieren. Und ich möchte jetzt nicht auf die Details, Kathi, eingehen, der ganzen Unregelmäßigkeiten. Ich will nur darauf verweisen, dass vor wenigen Tagen die fünfte, sage und schreibe, die fünfte Vorabgenehmigung für den Bau dieser Gigafactory durch das Landesamt für Umwelt, in Klammern eher Landesamt gegen Umwelt, so wie es sich verhält, Klammer zu, bestätigt wurde. Die fünfte. Und diese Vorabgenehmigungen, das müsst ihr wissen, sind nicht nur einfach Antworten auf Anträge von Tesla. Da gibt es zum Teil Dutzende Überarbeitungen, Korrekturen, Nachfragen. Das heißt, dieses ganze Bauvorhaben von der Rodung bis zum Schluss, bis zur Inbetriebnahme des Pförtnerhauses und Durchschneiden des Bandes, wird durchgeführt, ohne dass die gesetzlich vorgeschriebenen Beteiligungen Wirklichkeit werden können. Ohne dass eine reale Umweltverträglichkeitsprüfung vorgenommen wird. Das wird nämlich mit diesen Vorabgenehmigungen übergangen. Es gab bisher noch kein reguläres Diskussionsverfahren der mehr als 373 Einwendungen gegen den ersten Antrag und der vielen Einwendungen seither. Wie kommt es dazu, dass in dieser Art und Weise ein Projekt durchgezogen wird? Und zwar in einer Art und Weise, die nicht einfach nur Ausdruck ist einer Industriepolitik, einer Industrieförderungspolitik durch die Landesregierung, sondern die vielmehr zumindest auf mich den Eindruck macht, vielleicht auch viele andere von euch auch, dass sie eine Kumpanei gibt, eine Kumpanei der Landesregierung mit Tesla. Und dieses Verfahren, diese Ausklammerung der Bürgerbeteiligung, diese Ausklammerung einer Diskussion über die wirklich schwerwiegenden Einwände gegen diesen Standort, die lehrt uns zweierlei. Zum einen, Tesla und vor allem die Landesregierung haben selber offensichtlich ein Gefühl, wie schwach ihre Argumente sind. Und das ist ein Grund für sie, Corona als Anlass zu nehmen, um die Bürgerbeteiligung, um die gesetzlich vorgeschriebene Umweltverträglichkeitsprüfung dieses Vorhabens hintanzustellen oder de facto außer Kraft zu setzen. Das ist der Punkt 1.
Und der zweite Punkt ist der, dieses Vorhaben, diese Ansiedlung der Gigafactory unter Ausschluss einer realen Bürgerbeteiligung reiht sich ein in eine Reihe von Vorhaben, die wir derzeit erleben, die unsere Meinungsfreiheit, unsere Bürgerrechte und unsere Demokratie in Frage stellen. Ich will nur zwei oder drei Beispiele nennen. Denkt daran, wie die Regierungsparteien in Berlin, die Koalitionsparteien, die große Demonstration vom 1. August zum Anlass nehmen, jetzt eine Sondersitzung des Bundestages zu beantragen, um die Versammlungsfreiheit einzuschränken. Denkt daran, dass der Brandenburger Innenminister Anfang August ein Telefon geschaltet hat, ein Spitzel- und Denunziationstelefon, mit dem angebliche Verstöße, Warnungen, Entwicklungen im Kampf gegen Rechts frühzeitig gemeldet werden können. Und wir wissen doch alle, das, was diese Regierenden und ihre und die bei ihnen eingebetteten und von ihnen gefütterten Medien als Kampf gegen Rechts bezeichnen, das ist in Wirklichkeit ein Kampf gegen jeden Andersdenkenden. Das ist in Wirklichkeit ein Kampf gegen jede Meinung, die nicht auf Parteilinie liegt und die stromlinienförmig ist. Wollen wir so einen Spitzelstaat? Wollen wir so ein Spitzelsystem? Wir wollen es nicht. Und viele von uns, die Älteren, die die Wende 1989 erlebt haben, die hätten sich in den 90er Jahren nie vorstellen können, in welche Richtung dieses Land steuert. In eine Richtung der Außerkraftsetzung demokratischer Grundrechte. In eine Richtung der Bespitzelung und des Überwachungsstaates. Das ist unerträglich. Und hier reiht sich eben auch ein, dieses Vorhaben Gigafactory unter Ausschluss einer realen Bürgerbeteiligung. Liebe Freunde, das muss uns allen klar sein. Und muss auch klar sein, diese Staatsparteien verfolgen diesen Kurs. Es liegt an uns. Es liegt an uns, den Bürgern, den Bürgerinitiativen und der Alternative für Deutschland, die eben eine Alternative gegen dieses Kartell der Staatsparteien ist, die diesen verhängnisvollen Weg eingeschlagen haben. Es liegt an uns, das zu bewahren und wo nötig das wiederherzustellen, was Deutschland zu einem guten und liebenswerten Land gemacht hat und immer noch zu teilen macht. Es liegt an uns, unsere Freiheit und unsere Bürgerrechte zu verteidigen. In diesem Zusammenhang haben wir den Kampf gegen die Ansiedlung der Gigafactory aufgenommen. Und in diesem Zusammenhang und diesem Verständnis werden wir diesen Kampf konsequent fortsetzen. Vielen Dank. Danke meinen lieben Kollegen Dr. Christoph Berndt, und ihr habt es an der Ankündigung gesehen, einige, die es vielleicht gelesen haben. Es ist nicht nur ein Thema bei uns in Brandenburg, es geht wie gesagt viel weiter, und ich bin sehr, sehr froh, dass sich auch jemand aus dem Bundestag, obwohl er bei diesem Wetter aus Dresden hierher anreisen musste, aus dem schönen Sachsen, Herr Jens Meyer, Abgeordneter im Bundestag für die AfD, leistet eine super Arbeit. Darf ich sagen, im Ausschuss Recht. Er wird uns also darüber auch noch was sagen können. Ich bin froh, dass wir so eine Leute haben, die auch bei dem Wetter nach Grünheide kommen. Vielen Dank. Danke. Ja, danke für die Anmoderation. Ist heute sehr heiß. Bin aber trotzdem gern hierher gekommen. Sachsen und Brandenburg, wir ziehen an einem Strang. Nicht nur was Tesla und diese Sache anbelangt, sondern auch darüber hinaus. Ich glaube, das dürfte allen hier klar sein. Ich bin gern hierher gekommen, um die Bürger hier zu unterstützen. Und ich will gleich zu Anfang sagen, ich bin Deutscher. Ich will es bleiben. Meine Farben sind Schwarz, Rot, Gold. Das sind die Farben unserer Heimat. Das sind die Farben Deutschlands. Die Farben der Zerstörer Deutschlands sind Rot, Schwarz, Grün. Und das zeigt sich gerade hier in Brandenburg und natürlich in Grünheide. Die hier vorgesehene Industrieansiedlung soll in einer Rekordzeit durchgezogen werden. Das haben wir gerade eben gehört. Herr Dr. Berndt hat das ja ziemlich genau auch nochmal dargestellt, wie die Bürgerbeteiligung da aussieht. Ein Jahr soll das dauern. Wie gesagt, ich komme aus Dresden. Wenn man sich vorstellt, dass zwischen Planung und Vollendung der dringend gebrauchten Waldschlösschenbrücke in Dresden über 15 Jahre gelegen haben, dann weiß man, was rot-grüne Ideologie bewirkt. In Dresden haben die Linksgrünen alles dran gesetzt, einen notwendigen Brückenbau zu verhindern, über den es sogar eine Volksabstimmung gegeben hat. Hier soll aus ideologischen Gründen mit aller Macht in Rekordzeit ein Bauvorhaben durchgezogen werden. Das wollen wir so nicht.
Und es sind ideologische Gründe, weshalb hier auf die Tube gedrückt wird. So wie die ganze Förderung der Elektrofahrzeuge ideologiegetrieben ist. Das muss man vielleicht hier auch mal sagen, was hier eigentlich errichtet werden soll, diese Elektrofahrzeuge. Elektrofahrzeuge sind mitnichten umweltfreundlich. Sie stellen keinen technologischen Fortschritt dar, sondern einen Rückschritt. Das hat man schon im 19. Jahrhundert so gesehen. Nämlich bevor der Verbrennungsmotor entwickelt wurde, hatte man im 19. Jahrhundert erstmal mit Elektromotoren experimentiert, das dann aber verworfen und aus Kostengründen fallen lassen. Nun soll heute der Elektroantrieb die Rettung sein. Wirtschaftlich stellt sich das Ganze als Desaster dar, weil eine komplette neue Infrastruktur aufgebaut werden muss. Wir haben zum Beispiel im Bundestag jetzt einen Gesetzentwurf gehabt, WMOG, Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz. Danach sollen jetzt in Wohnungseigentumsanlagen Ladestationen gebaut werden dürfen. Und Wohnungseigentümer und Mieter haben einen Anspruch darauf, dass sowas dann dort errichtet wird. Ja, diesen Blödsinn muss man sich mal vorstellen. Wo soll denn das sein? Welche Maßnahmen da erforderlich sind? Zig Milliarden müssten praktisch für diese neue Infrastruktur aufgewendet werden. Hier in Grünheide will man nach den offiziellen Angaben 500.000 Fahrzeuge im Jahr bauen. Für welchen Markt denn? Wo sollen diese Fahrzeuge geladen werden? Demgegenüber bräuchte man bei der Wasserstofftechnologie, das vielleicht mal am Rande, und das dürfte wohl eher die Zukunft sein, die schon bestehende Infrastruktur nur umgebaut werden. Das wäre ist eigentlich ein einfacherer Weg. Nein, man setzt aber auf die Elektrofahrzeuge. Eine weitere Folge, die deutsche Automobilindustrie, das die Herzkammer der deutschen Industrie, verliert ihre Wettbewerbsvorteile und muss sich wieder hinten anstellen. Die deutsche Automobilindustrie war führend im Bereich der Dieselmotoren. Nun hat man im ersten Schritt peu à peu den Dieselmotor zum Umweltverschmutzer erklärt. Dann diese Betrugssoftware-Geschichte, das hat nun die Automobilindustrie selbst auch verschuldet. Und nun will man den durch Fahrverbotszonen etc. den Diesel ganz den Garaus machen und die Dieseltechnologie durch ein Ideologiekonzept ersetzen, das nichts, aber auch gar nichts besser macht. Und wenn davon die Rede ist, dass hier tausende Arbeitsplätze entstehen sollen, tausende von 12.000 ist ja hier die Rede, dann muss man sich doch fragen, was wird denn aus den Arbeitnehmern an den Standorten in Stuttgart, Ingolstadt, Wolfsburg etc.? Die Verbesserung der Situation hier in Brandenburg wird zu einer Verschlechterung der Arbeitsplatzsituation in anderen Regionen führen, weil die Nachfrage nach Fahrzeugen nicht beliebig steigerbar ist. Was hier entsteht, fällt woanders weg. Das kann doch nicht die Lösung sein. Und dann muss ein Elektroauto muss mindestens 130.000 Kilometer gelaufen sein, damit die Ökobilanz ins Positive geht. Kinder kratzen in der dritten Welt selten Erdmetalle aus den Böden für die Batterien. Momentan kann man mit einem Elektroauto, je nachdem wie die Außenbedingungen sind, 200, 300 Kilometer fahren. Dann heißt es aufladen, über Stunden. Mit so einem Fahrzeug kann man zur Arbeit und zurückfahren, vielleicht auch noch zum Einkaufen, dann ist aber Schluss. In Urlaub fahren kann man nicht. Ich kenne keinen Berufskraftwagenfahrer, der auf Elektroautos schwört. Die Fahrer unseres Fahrdienstes in Berlin wollen nicht mit Elektroautos fahren, weil je nach Ladestand der Batterien mal das eine, mal das andere nicht zugeschaltet werden kann. Insbesondere ist es übel, im Winter ohne Heizung auskommen zu müssen, weil diese, um Strom zu sparen, abgeschaltet wird. Da stehen die Fahrer bei uns in Berlin im Kalten. Ja, und darum wollen die diese Elektroautos nicht. Und dann die Batterien. Tesla will hier ja auch noch die Investitionen erweitern um den Bau einer Batteriefertigung. Das ist wohl noch streitig, ob das überhaupt noch geht. Ja, es mag sein, dass Batterien lange halten, eine größere Laufzeit haben. Aber was ist eigentlich bei einem Verkehrsunfall? Die Batterien wiegen mehrere hundert Kilogramm und bestehen aus Zellen. Vor kurzem ist hier in der Nähe in Brandenburg eine 19-Jährige in Großkreuz bei Potsdam mit dem Elektroauto gegen einen Baum geprallt und darin verbrannt. Es sei schwierig gewesen, die Frau in dem Elektroauto zu bergen, sagte ein Polizeisprecher. Feuerwehrleute hätten versucht, mit dem Kühlen von Akkus zu verhindern, dass die Batterien in dem Fahrzeug explodieren. Ein großes Problem ist, dass sich die Batterien bzw. Batteriezellen nicht wirklich löschen lassen, sondern kontrolliert abbrennen müssen. Es gibt auch keine qualifizierten Entsorgungsunternehmen für Elektroautos in ausreichender Zahl. Auch das muss mit viel Aufwand noch erst geschaffen werden.
Wir halten fest, Elektroautos sind unökonomisch, sind kein Gewinn für den Umweltschutz und stellen keinen Gewinn in Richtung Nutzbarkeit und Fahrvergnügen dar. Sie sind ein reines Ideologiekonzept, für das Abermilliarden Gelder versenkt werden. Ja, die Rot-Grünen haben jede Bodenhaftung verloren. Sie schweben auf einer Ideologiewolke. Und ihnen zur Seite steht Elon Musk, ein Milliardär und global agierender Unternehmer, der praktisch diese spinnenden Ideologien aufgreift und zu Geld macht. Um das Ganze zu begreifen, wie sowas überhaupt passieren kann, dass Rot-Grüne mit einem global agierenden Milliardär aus den USA paktieren, muss man etwas theoretischer werden, muss man etwas tiefer graben. Wir haben immer erzählt bekommen, Kapitalismus und Sozialismus seien Gegensätze. Das stimmt heute aber nicht mehr. Das ist nicht mehr wahr. Und wenn man nach China sieht, ist sogar empirisch nachgewiesen, dass Kapitalismus und Sozialismus bestens miteinander in Einklang zu bringen sind und gar keine Gegensätze mehr darstellen, sondern, und das ist das Schlimme, Hand in Hand marschieren. Im Bundestag konnte ich sehen, auf welchem Niveau selbst die Linken angekommen sind. Da geht es um die Höhe des Mindestlohns, die Mietpreisbremse, das war's. Kommunismus oder sowas, davon ist nicht mehr die Rede. Man betätigt sich als Schutzmacht von irgendwelchen Minderheiten. Die aufgeweichten Linken haben es sich als ein paar Prozentpartei gemütlich gemacht. Die Sozialdemokraten, die hier in Brandenburg leider die Nase vorn haben, haben an diesen Utopien schon seit über 100 Jahren nicht mehr geglaubt. Das Fatale aber ist, dass Sozialismus und Kapitalismus in ihrem Wesenskern von denselben Betrachtungen ausgehen, nämlich vom Wirtschaftsdenken und der internationalen Ausrichtung. Und dass sich beide Seiten in dieser Richtung wechselseitig unterstützen. Ja, welche Ergebnisse das hat, zeigt sich besonders bei den 68ern. Indem die 68er alles Tradierte, eigene und nationale erst verhöhnten und dann zerstörten, ermöglichten sie genau das, was wir jetzt hier erleben, die Weltherrschaft des Kapitals, den Triumph des nackten Profitinteresses und den Sieg des schrankenlosen Individualismus. Eine Gesellschaft, in der alles Bindende zerstört wird, wie beispielsweise die traditionelle Familie, oder wo die Betonung der Volkszugehörigkeit bereits als Rassismus bewertet wird, bietet die perfekte Beute für einen globalisiert agierenden, unersättlichen Kapitalismus. Die Rot-Grünen sind damit Förderer dessen, was sie eigentlich bekämpfen wollen. Und da wundert es auch nicht, dass viele 68er, die heute in Amt und Würden sind, von den scheinbar wütenden Bekämpfern des Systems zu deren Stützen geworden sind. Da, wo linke Ideologen Hand in Hand mit dem Großkapital marschieren, fällt einer hinten runter. Und das ist das eigene Volk. Das sind nämlich die, die am Ende den ganzen Zirkus bezahlen müssen. Ja, und hier in Grünheide kommt hinzu, dass für diesen ideologischen Irrsinn ein Teil unserer Heimat zerstört werden soll. Liebe Freunde, da machen wir nicht mit, da machen wir als Volk nicht mit. Technischer Fortschritt, ja, sinnlose und teure Ideologiekonzepte auf Kosten der einheimischen Bevölkerung, nein. Dafür opfern wir nicht einen Teil unserer Heimat. Und zu Elon Musk sage ich, amigo home. Danke. Danke, danke, danke. Das war ja ein Statement, das ist nicht zu überbieten. Ich darf euch aber sagen, ich bin ganz froh, obwohl er im Stau stand, dass wir noch jemanden aus dem Bundestag da haben. Ihr kennt ihn sicherlich alle. Er ist für uns von Brandenburg im Bundestag, macht da seit Jahren gute Arbeit, ist ganz nebenbei, was auch viel Arbeit macht, noch der Kreisvorsitzende von Dahme-Spree, von unserem Nachbarbezirk, unser Steffen Kottrick. Ja, Kathi, vielen Dank. Ja, herzlich willkommen von meiner Seite. Entschuldige, ich bin heute ein bisschen später dran. Stand Schönefeld im Stau und dort werden Baumaßnahmen durchgeführt. Und mich beschleicht das Gefühl, dass diese ganzen Baumaßnahmen völlig unkoordiniert hier in Brandenburg und sicherlich auch in Deutschland stattfinden. Warum? Weil wir in Deutschland Investitionsstau haben.
Man hat mal so ein bisschen ausgerechnet, 450 Milliarden Euro hat der Staat bisher versäumt, in die Infrastruktur wieder hineinzustecken. Und wenn dann die Löcher in der Straße zu groß werden, dann wird hektischer Aktionismus gemacht und zulasten eben der Autofahrer, die dann nicht mehr dort vorbeikommen, gegenüber einem, ja, gegenüber einer planvollen Reparatur, wie man es eigentlich machen müsste, wo der Verkehr dann also doch noch fließen kann. Ja, liebe Freunde, Tesla und Brandenburg. Was stellen wir fest? Wir stellen hier viele, viele Versäumnisse fest, die vor allen Dingen den Behörden und der Landesregierung anzulasten sind. Tesla ist ein Unternehmen, aus meiner Sicht geführt von jemandem, der ja schon durchaus sich einige Fragen stellen lassen muss, der in den Kosmos hinein will und der vor allen Dingen E-Mobilität machen möchte. Die E-Mobilität ist eine Technologie von gestern, die wir nicht brauchen. Die beste Technologie, die wir in Deutschland haben, die das Klima nicht angreift und vor allen Dingen umweltfreundlich ist, das ist die Dieseltechnologie. Nur die linksgrünen Ideologen verdammen den Diesel. Und das Schlimme an der Bundesregierung ist, die machen da noch mit, obwohl sie es besser wissen. Bei der neuesten Dieseltechnologie kommt vorne, wir können es ruhig so sagen, dreckigere Luft rein als hinten raus. Warum ist das so? Weil die Technik mittlerweile alles herausfiltert, was auch nur irgendwie schädlich sein könnte. Aber das wird eben oft verschwiegen und man muss wirklich erst tief buddeln, man muss wirklich googeln, um solche Themen dann auch zu bekommen. Aber das Schreckliche ist, die Bundesregierung und die ganzen linksgrünen Verbände, die verschweigen das einfach. Nochmal, Dieseltechnologie ist sauber und mir hat letztens auch jemand aus der polnischen Botschaft zu mir gesagt, der hat mit Wirtschaft auch viel zu tun, ist auch überall herumgekommen, ist beschlagener Wirtschaft und der meinte, Herr Kotré, also die Dieseltechnologie, wir Polen, wir lieben sie und diese Dieseltechnologie ist mit das Beste an deutschen Erfindungen. Vielen Dank dafür. Wir müssen manchmal nur auf die Stimmen des Auslands hören, damit wir wieder vernünftig wissen eigentlich, wie hier in diesem Land gelogen wird und welche Ideologie in diesem Land hier vorherrscht. Ja, zu Tesla muss man sagen, das ist ein Unternehmen. Und so ein Unternehmen versucht natürlich Vorteile zu bekommen überall. Das ist normal, das ist im Kapitalismus so. Man muss es nur steuern. Und diese Steuerung fehlt. Wenn hier also Umweltauflagen missachtet werden, wenn hier also im großen Stil die gesetzlichen Bestimmungen missachtet werden, dann ist das ein Versäumnis der Behörden und vor allen Dingen der Brandenburger Landesregierung, weil die nämlich besoffen sind. Die sind besoffen davon, dass sie hier unbedingt auf Teufel komm raus nur Arbeitsplätze im Blick haben. Die Arbeitsplätze sind wichtig. Wir brauchen sie. Wir brauchen Einkommen, wir brauchen Arbeitsplätze. Aber doch nicht zulasten der Gesetze. Und normalerweise dauern solche Bestimmungen auch viel, viel länger. Man muss das sorgfältig prüfen auch. Natürlich nicht so lange wie die linksgrünen Ideologen, die jedem Frosch hinterherrennen, ist klar. So lange nicht, aber man muss es trotzdem sorgfältig tun. Aber hier an diesem Punkt sehen wir auch gleichzeitig wieder die Doppelzüngigkeit der Linksgrünen, die sonst immer für Umwelt stehen, aber wenn es darum irgendwie geht, die E-Mobilität voranzubringen, dann ist denen die Umwelt völlig egal. Und das ist Heuchlerei und daran erkennt man die Ideologie der Linksgrünen. Lässt sich an diesem Beispiel ganz, ganz klar herausarbeiten. Das ist genau das Gleiche als mit dem Beispiel, dass Windenergieanlagen in den Wald gestellt werden und da noch Wald abgeholzt werden. Das ist genau die gleiche Ideologie. Normalerweise müssten die Linksgrünen, die ja den Umweltschutz immer sich auf die Fahne ganz groß schreiben, hier rumschreien, aber nein, das sind ja die Motoren, die unsere Umwelt noch zerstören. Und hier sehen wir, dass die Grünen sich völlig gewandelt haben und zulasten unserer Umwelt agieren. Nur aus diesem ideologischen Grund heraus, irgendwie nebulös CO2 einsparen zu wollen oder sonst was. Die E-Mobilität ist eine Technologie von gestern. Die batteriebetriebenen Fahrzeuge haben keine Reichweite. Und es wird Ihnen jeder Physiker, jeder Chemiker, jeder Elektrotechniker sagen, dass das auch in Zukunft so sein wird. Öl, Gas, Kohle wird immer energetisch reicher sein als
E-Mobilität und Strom. Strom lässt sich so nicht speichern. Strom lässt sich nur über Umwege speichern. Und diese Speicherkapazitäten werden auch in 10 Jahren noch nicht dazu führen, dass E-Mobilität wirtschaftlicher funktioniert. Technisch ist das alles machbar, nur wir erreichen dann unsere Kapazitätsgrenzen damit und verlieren unsere Wettbewerbsfähigkeit damit. Ohne Frage, wer also ein Elektroauto fahren möchte, der soll es tun. Nur darf kein Euro an Subventionen in die E-Mobilität fließen. Das sollen die Leute selber bezahlen. Und wenn sie dann das Doppelte für ein Auto ausgeben wollen, bitteschön, dann ist das ihr Problem. Wir leben in einer Marktwirtschaft, einer freien Marktwirtschaft, sozialen Marktwirtschaft, da herrscht Wettbewerb und den wollen wir eben haben. Und leider sehen wir diesen Wettbewerb nicht, dadurch, dass eben die Landesregierung hier einseitig eine Technologie mit Tesla forciert. Und das ist eben das eigentliche Bedrückende, dass hier Steuergelder verschwendet werden. Das macht auch sonst kein anderes Land auf dieser Welt. Zum Beispiel, dass es gleichzeitig aus 2 Energieträgern aussteigt. Das ist völlig hirnrissig. Ich sag's mal so, aus der Kohle aussteigen bedeutet hier Verlust von Arbeitsplätzen. Und auch das ist dann an dieser Stelle wieder eine Doppelzüngigkeit und eine Heuchlerei der Landesregierung, wenn sie sagt, sie wollen Arbeitsplätze schaffen, wenn sie im gleichen Atemzug Arbeitsplätze unten in der Kohleregion für nichts und wieder nichts vernichten. Vielleicht nochmal an dieser Stelle. Wir können das Klima nicht schützen. Und CO2 könnte ein Einflussfaktor sein, aber es gibt viel größere Einflussfaktoren und das ist das Wasser in einer Atmosphäre, das sind die Sonnenstrahlen und wie sich die Sonnenenergie und die Sonnenflecken entwickeln. Das alles wird leider unterdrückt durch die linksgrüne Ideologie und das ist ein Thema, wo wir immer dranbleiben müssen. Und da ist der Kohleausstieg und da ist Tesla immer nur ein Symptom dieser Ideologie. Und deswegen sagen wir, das wollen wir nicht weiter haben. Wir sagen, Merkel muss weg und auch diese Regierung muss weg, damit wir in den Regionen wieder wirklich aufatmen können, damit der Mittelstand vor allen Dingen wieder unterstützt wird und nicht nur die großen Unternehmen, damit der Mittelstand, die Freiberufler wieder unterstützt werden können. Und darauf kommt es an. Mittelstand, das ist der Wohlstand. Den haben wir schon längst aus dem Auge verloren, zumindest von der Regierung und von den Behörden. Und da müssen wir wieder ansetzen und nicht einseitig wieder Großprojekte hier fördern, die dann in den Sand gehen. Und wir sehen also am Cargolifter und an vielen anderen Beispielen, dass das nicht immer den gewünschten Erfolg führt. Hier wird es genauso sein, vermute ich mal leider. Arbeitsplätze ja, aber nicht auf diese Art und Weise. Und an dieser Stelle möchte ich mich bei euch erstmal bedanken und ja, wünsche uns noch ein weiterhin schönes Wetter und gebe dann wieder ab an Kati. Dankeschön. Danke, Steffen. Ihr seht also, wir haben einen super wirtschaftspolitischen Sprecher im Bundestag von der AfD, also der kennt sich super mit den Sachen aus, kann auf jede Frage eine Antwort geben und wir stehen zum Bürger. Wir haben natürlich auch im Nachbarkreis Herrn Andreas Kalbitz-Hohn, der mit mir auch in der Landtagsfraktion in Brandenburg ist, der auch zu diesem Thema was zu sagen hat. Weil wie gesagt, wir sind Volkspartei und das sind Themen hier vor Ort und die gehen uns was an und da gucken wir nicht weg. Also herzlich willkommen, Andreas Kalbitz. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein in Grünheide. Ich freue mich, dass ihr euch so zahlreich hier versammelt habt. Das ist ja nicht normal heutzutage. Immer mehr Menschen engagieren sich jetzt wieder. Wir sehen das auf den Zahlen, auch die Zahlen derer, die auf der Straße sind, auch wenn die Medien das kleinrechnen. Wir erinnern uns an die Berliner Großdemo mit den 2 bis 3 Mitgliedern, die da demonstriert haben. Es ist wichtig, dass wir diesen Protest friedlich und demokratisch auf die Straße tragen. Warum? Weil vieles in diesem Land schiefläuft. Tesla ist ja nur ein Symptom im Grunde für eine Sache, die viel tiefer liegt. Zu Tesla selber, zu energiepolitischen Dingen und wirtschaftspolitischen Aspekten ist schon genug gesagt worden. Ich will das auch nicht wiederholen. Trotzdem merken wir auch in Kleinigkeiten, wie viel ungeregelt ist. Ich weiß nicht, wer die Meldung gesehen hat jetzt in den Medien, als diese Dame, diese junge Frau verbrannt ist in diesem Tesla, weil der nicht zu löschen war. Also das sind ja lauter Probleme, die wurden nicht bedacht. Wenn man jetzt versucht, mit zehntausenden Fahrzeugen das auf die Straße zu bringen. Wir haben aber eine Feuerwehr, die mit der Situation völlig überfordert ist, weil sie gar nicht angemessen reagieren kann. Es ist wie immer in der etablierten Politik, es wurde wieder mal nicht zu Ende gedacht. Und ich habe ja gemerkt, wie als die Landesregierung dieses Tesla-Projekt auf den Tisch bekommen hat, wie dankbar und froh die waren, dass sie endlich mal so eine Erfolgsgeschichte, ist es ja nicht,
noch nicht oder vielleicht nie präsentieren konnten, sich gefreut haben. Und dann brach dieser Tesla-Hype aus. Übrigens, was ich ganz interessant fand, seit den Wahlen, die Lausitz war plötzlich vergessen. Kein Mensch hat sich mehr für die Lausitz interessiert, es war nur noch der Tesla-Hype. Ja, es stehen da ganz viele Arbeitsplätze. Und das ist ja auch, was wir prinzipiell kritisieren, dass wir sagen, wir glauben, Grünheide ist der falsche Standort. Aus vielerlei Argumenten. Wir reden über die Grundwasserproblematik. Wir reden aber auch über eine Wirtschaftsförderpolitik für das Land. Wir reden über Naturschutzaspekte. Brandenburg hat genug versiegelte Flächen. Und es ist falsch, wenn der AfD vorgehalten wird, wir wollen keine Arbeitsplätze. Doch, wir wollen schon Arbeitsplätze. Arbeitsplätze brauchen wir in Brandenburg. Aber das Ganze mit Sinn und Verstand. Und da wäre es von der Standortwahl eben besser gewesen, zu sagen, da schauen wir doch mal in den Süden. Aber wir merken, diese Landesregierung hat da natürlich auch keinen Plan. Es geht um ganz viele andere Aspekte, die eine Rolle spielen. Und ich darf Ihnen offen sagen, ohne pessimistisch zu sein, meine Begeisterung oder Anfangsbegeisterung für Großprojekte im Land Brandenburg, die hält sich auch in engen Grenzen. Weil die Erfahrung der letzten Jahre ist einfach, es ist alles gegen die Wand gefahren. Muss man ganz ehrlich sagen, wir erinnern uns an BER, wir erinnern uns an dem, gibt ja Dinge, über die spricht keiner mehr. Was ist eigentlich aus dem Lausitzring geworden? Erinnert sich noch jemand an den Lausitzring? Das war ja auch so ein Erfolgsmodell für Brandenburg. Dann erinnern wir uns an den Cargolifter. Ja, Cargolifter, schwupps, wechselt die Millionen. Gut, der Investor ist auch weg inzwischen. Das sind also so Dinge, wo wir uns schon die Frage stellen, macht diese Landesregierung das vernünftig? Aus unserer Sicht nicht. Und deshalb ist es die Rolle der Opposition, diesen Druck zu machen in den Parlamenten. Das machen wir auch ganz konsequent. Und wir folgen auch nicht stumpf dieser Wachstumsideologie. Weil eine Frage, die sich ja übers Politische hinaus auch stellt, es ist schon einiges gesagt worden zu Absatzzahlen, diese arbeiten die Menschen, um zu leben, oder leben die Menschen, um zu arbeiten? Und diese Waage gilt es zu halten, auch im Einklang mit der Natur. Das ist ja auch dieser Heimataspekt. Es wird ja heute alles monetarisiert. Es wird alles nur noch in Geld berechnet. Es gibt Teile unserer Heimat, die kann man schwer in Geld berechnen. Das ist eben die Natur. Das ist unsere Heimat, da wo wir leben wollen. Natürlich mit guten Arbeitsplätzen, aber nicht um jeden Preis und sicher nicht um den Umstand, dass es irgendwann sprichwörtlich das Wasser abgegraben wird. Das kann es nicht sein. Davon hat auch keiner was, der gut verdient. Und deshalb bitte ich Sie und euch herzlich, diesen Protest weiterzuführen. Das fängt bei kleinen Dingen an. Jeder kann was tun. Jeder kann mit Menschen sprechen. Egal, ob das im Verein ist. Wir leben ja, ich weiß, dass es schwierig geworden ist heutzutage. Wir leben ja in einer Zeit durch diese Ideologisierung, wo man sich ganz genau wieder überlegt, wem sage ich was? Wem sage ich wie was? Was sage ich den Kollegen? Was erzähle ich im Freundes- und Bekanntenkreis? Das ist ein bedenklicher Zustand der eingeschränkten Meinungsfreiheit, den wir faktisch haben, auch der soziale Druck. Viele, die bei der AfD sind, kennen das ja. Das müssen wir auch aufbrechen. Und das können wir ganz einfach tun, indem wir anfangen, wieder unsere Meinung zu sagen. Hört sich nach nichts an, ist aber eine ganze Menge. Dass wir unsere Position offen vertreten, das finde ich auch ganz entscheidend. Und einen Kontrapunkt setzen zu dieser etablierten Politik, die dieses Land konsequent an die Wand fährt. Das machen die, man denkt ja immer, noch schlimmer geht's nicht, und dann kommt immer noch einer oben drauf. Das merken wir in allen Bereichen. Wir merken ja auch diese Ideologisierung, wie mit den Leuten umgegangen wird. Thema Klima, das ist ja schon angesprochen worden, diese Klimahysterie, auch die Klimaideologie. Ja, und es gibt ja so Wörter, so Totschlagbegriffe, die dann verwandt werden, Corona-Leugner oder Klimaleugner. Der Begriff ist per se schon dämlich, weil keiner hat die Absicht, das Klima zu leugnen. Das geht ja auch schlecht. Ja, aber das sind so Begriffe, das sind natürlich politische Kampfbegriffe, um die es hier geht. Wir fallen da nicht drauf rein. Der Schlüssel zum Erfolg ist Mut. Den haben wir als AfD. Und selbst wenn man manchmal sagt, naja, zu den Veranstaltungen könnten mehr kommen, dann werfen wir einen Blick auf die Wahlergebnisse, muss ich sagen. Und das ist ein guter Ansatzpunkt, den wir haben, auch hier in dieser Region. Und wenn dann manchmal Journalisten fragen, naja, hier ist doch alles in Ordnung, sieht doch so gut aus, warum wählen denn da so viele Menschen AfD? Dann kann ich Ihnen genau sagen, warum. Damit es so bleibt. Damit es so bleibt und damit es nicht so aussieht. Damit es nicht so aussieht wie irgendwann mal in Berlin-Neukölln oder in Stuttgart. Ja, wir brauchen auch keine Partybevölkerung, die Einkaufswagen mit Pflastersteinen voll rumschiebt, sich vermummt und Äxte mitnimmt. Das brauchen wir alles nicht. Das sind Probleme, die die Großstädte betreffen. Das muss natürlich geregelt werden, das aber nur am Rande. Wir wollen dieses Land, wir wollen Brandenburg, wir wollen die Region als Heimat bewahren. Leben in Wohlstand und Sicherheit ist möglich. Es war schon mal möglich. Es gab sogar sichere Renten früher. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern.
von dem man auch leben konnte. Ja, glaubt man gar nicht mehr. Genau das ist der Zustand, den wir wollen. Wir wollen das Land wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Und solange ein deutscher Rentner im Müll wühlen muss nach 40 Jahren harter Arbeit, habe ich kein Verständnis dafür, dass irgendwelche Wirtschaftsflüchtlinge ohne politischen Hintergrund hier eine Vollversorgung bekommen. Das nur am Rande. Das sind viele Dinge, die nicht mehr stimmen in diesem Land. Das hier gehört dazu. Und deshalb werden wir nicht müde werden, demokratisch, friedlich, aber laut unseren Protest zum Ausdruck zu bringen, das immer wieder zu tun auf den öffentlichen Plätzen. Und wir wissen ja bei der Gelegenheit, ich danke bei der Gelegenheit auch den Einsatzbeamten der Polizei, die sich auch was Schöneres vorstellen können bei dem Wetter als hier zu stehen, aber die schützen ja nicht die Bürger vor uns, die schützen ja uns vor denen, die glauben, dass Meinungsvielfalt darin besteht, dass viele einer Meinung sind. Ich hatte gestern ein Bürgerbüro eröffnet in Königs Wusterhausen, da war Gegendemonstration. Da hat sich wieder alles, was bildungsfern und ideologisiert ist, zusammengesammelt und die immer selben Parolen gerufen. Ich bedanke mich auch bei den Mitarbeitern des Landesamtes für Verfassungsschutz, die wieder irgendwelche Reden aufnehmen müssen. Ich glaube, viele von denen haben sich ihren Job auch anders vorgestellt, als jetzt als politische Erfüllungsgehilfen für den Innenminister gegen die demokratische Opposition arbeiten zu müssen. Aber das nur am Rande. Macht weiter. Ich möchte zum Schluss noch hinweisen, hier liegt zahlreich Informationsmaterial. Wäre schön, wenn das leer ist, dieser Tisch. Also das Sparschwein darf stehen bleiben. Ja? Aber wenn der Rest mitgenommen wird, nehmt das Material mit, verteilt es in den Verein, an Vereinskollegen, an Lebenspartner, Scheidungspartner. Es ist völlig egal. Wichtig ist, dass wir unsere Überzeugungsarbeit friedlich und argumentativ leisten. Wir haben die besseren Argumente. Ich bin fest davon überzeugt, mit diesen Argumenten durchzudringen, funktioniert nur mit eurer Unterstützung. Das hier, was wir machen, ist ein Gemeinschaftswerk. Alles, was wir sind, sind wir zusammen. Zusammen erhalten wir auch unsere Heimat. Und das ist, glaube ich, die Solidarität, um die es geht, die es schon mal gab, die leider verloren gegangen ist. Da wollen wir wieder hin. Und deshalb freue ich mich, dass ihr gekommen seid. Ich freue mich, wenn wir uns demnächst wieder sehen. Unterstützt die AfD, besucht die Veranstaltungen, geht auf die Demos und nehmt euch reichlich Material mit. Vielen Dank. Danke, Andreas. Danke an alle, die da waren. Danke natürlich an euch, dass ihr in der Sonne standet und es ausgehalten habt bei dem Wetter. Ich bedanke mich wirklich sehr. Ihr wisst, wir machen weiter. Wir sind hier vor Ort. Wir haben das Thema im Blick. Wir werden jede Woche weiter dran arbeiten. Nehmt euch Material mit und ihr könnt uns alle gerne ansprechen. Ihr könnt mich ansprechen, ihr könnt Lars Günther ansprechen, ihr könnt Dr. Christoph Bernd ansprechen, ihr könnt Andreas Kalbitz ansprechen. Wir sind für euch im Landtag und wir werden auch nicht aufgeben. Und ich danke euch wirklich für die Unterstützung und macht weiter so, weil das macht uns auch Mut, weil manchmal ist es wirklich nicht immer einfach, auch wenn es manchmal, man versucht immer zu lachen, aber schön ist es nicht, wenn man über Monate, naja, sag ich mal, wenn man viel nachfragt und eigentlich ehrliche Antworten haben will und nicht so viel ehrliche Antworten bekommt, da zweifelt man dann schon manchmal daran. Also ich danke euch alle für die Unterstützung, unterstützt uns weiter und bleibt uns gewogen. Vielen Dank. Ja, das war mein Fraktionsvorstand. Ja, das wird hier Frau Superkraft.